Und Gott sprach, das Fernsehen würde überflutet werden. Und er sprach weiter, dass es eine Flut des Contents aus dem Internet sein würde. Böhmermann, fuhr Gott fort, baue ein Boot und rette ein Moderationspaar jeder Art ins Internet. Baue die Arche Neo. Willkommen auf der Arche Neo im ZDF Neo mit Hugo Egon Balder. So, wir müssen jetzt Moderatorenpärchen bilden, Menschen, also Moderatoren, die wir retten wollen, rüber ins Internet, zu uns, wo wir stattfinden. Zum Beispiel in der Kategorie Infocomedy, also Information, aber die ist auch ein kleines bisschen lustig. Also ich sag mal beispielsweise, ja, Maischberger zum Beispiel. Da ist auch mal so, Maischberger ist ganz klar für mich Comedy-Info, Info-Comedy, also es ist Information, aber zwischendrin darf auch mal irgendwie Helmut Schmidt ein bisschen was in die Kamera röcheln. Und da brauchen wir jetzt für Sandra Maischberger jemanden, der dazu passt. Wo man dann, dann können die Kinder zeugen, dann hat man ganz viele... Ja, dann nehmen wir, pass auf, dann nehmen wir einen Jauch hier. Günther, ne? Jauch? Ja, ja. Nee, aber ist der nicht... Meinst du, der ist so klug? Der ist, der kann doch so viel mehr und ich auch, glaube ich, viel zu reich. Der würde gar nicht mit der in einem Boot fahren wollen. Der hätte eine eigene Arche aus purem Gold. Das beste, die beste Idee, ein Boot aus purem Gold. Aber, ja, aber komm, können wir mal versuchen. Also wir können natürlich auch... Kerner zum Beispiel, der hat ja mal eine eigene Infosendung gehabt und ist ja wohl, nee. Nein, pass auf, wir nehmen die von Sinn und warten, wie lange es dauert, bis die Maischberger lesbisch wird. Oder die von Sinn hetero, kann ja auch sein. Nee, das passiert nie. Meinst du nicht? Nein, 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 nie im Leben. Warum? Nie im Leben. She's a muff lover. Yes. Auch nicht für mich? Nein, für dich schon gar nicht. Warum ist der eigentlich heller von Sinn? Warum hat die denn eigentlich Flügel? Wissen Sie da was, Herr Balder? Nein, die hat keine Flügel. Ich glaube, Günther, ja, eigentlich brauchen wir nicht. Komm, wir schmeißen über Bord. Tschüss, Günther. Ja, viel tschüss. Ja, kann er, so, das war's. Padump. So, jetzt aus dem Bereich Quiz. Oh! Quiz. Ganz wichtig, Quiz ist immer Fernsehen und Internet. Die Leute lieben Quiz im Internet. Fragen über mal, Fragen. Das muss aber nicht immer... Also, egal. Nee, wir, im Gegensatz zur ARD, sind bei uns, beim ZDF, auch gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften herzlich willkommen. Nicht wie bei denen da drüben im Toleranzsender ARD. Nicht was? Normal oder normal, ich glaube, ich spinne. Was hältst du denn von Pilawa, sag mal? Ja, sehr viel Pilawa. Persönlich... War, ist beruflich ganz nett, privat glaube ich noch viel netter, habe ich gehört. Ich würde Pilawa nehmen. Ja, vielleicht zusammen mit Kerner, der ist ja erst beim ZDF der Quizman und dann können die untereinander so Catfight-mäßig. Na, die kennen sich doch aber schon lange, das ist doch langweilig. Die wissen ja auch gar nicht mehr, was miteinander reden. Ja, vielleicht Guido Kanz, um so ein bisschen Fun mit reinzubringen. Frauke Ludowig, ach nee, die macht ja kein Quiz, oder? Ja, Frauke Ludowig, hier haben wir sie. Das ist doch schön. Frauke Ludowig und Jörg Pilawa, oh Gott. Doch, das gefällt mir. So, dann jetzt der Bereich Pure Comedy. Pure Comedy. Also keine Information, einfach nur Gaga. Ja, Ralf ja Schmitz haben wir. Ralf Schmitz. Joko, guck mal, Joachim Winterscheid. Ja. Klaus ist auch hier. Ja, die würden auf so eine Arche, die ich steuere, würden die auch gar keinen Platz haben eigentlich. Ich würde die vielleicht mal ins Wasser einfach mal schmeißen und sagen, dass sie mal an Land schwimmen können. Ja, tu sie einfach weg. So. So, schade. Pass mal, also Ralf Schmitz würde ich schon mal würde ich nehmen, nicht? Der ist auch klein, der geht doch überall durch. Genau, den kann man ins Handgepäck tun. Genau, genau. Vielleicht Eckhard von Hirschhausen, den finde ich super. Du meinst, damit ein Arzt an Bord ist, oder? Ja, sicherheitshalber. Eckhard von Hirschhausen, von dem halte ich ja persönlich sehr viel. Finde ich ja persönlich Peter Klöppel auch sehr komisch. Haben wir den denn? Ja, der hängt hier. Hier ist Klaus Kleber, aber wir müssen... Klaus Kleber, nee, der geht nur mit Gause, sonst geht's nicht. Also Kleber ohne Gause möchte ich nicht. Und wenn wir Klaus Kleber mitnehmen, müssen wir den anders stellen, weil sonst die Augen müssen immer ganz ein klein bisschen... Richtig, bisschen schräg. Ist ein bisschen schräg. So, dann müssen wir... Der fällt aber um. Das ist bei Klaus Kleber ist das so eine Sache, wenn die Augen schräg sind, muss man ein paar Bierdeckel und einen Fernseher tun, wenn sie demnächst... Wenn Sie sich wundern, was da los ist im Hauptprogramm. Das liegt nicht an Ihnen, das liegt an Klaus Kleber. Und Sie können das auch mit so einfach Bierdeckel. Pass auf, dann lass uns doch die Anke Engelke zu dem Ralf Schmitz tun, dann klappt das. Ja, meinst du? Ja, ja. Ja, aber wenn die sich jetzt beispielsweise fortpflanzen sollen, da kommt der Ralf Schmitz kommt doch höchstens bis zu den Kniekehlen. Das kleine Standgebläse, kann man ruhig mal so sagen. Ja, das reicht doch. Ja? Ja. So, jetzt ein bisschen Grand Seigneur, alte Showlegende. Wir haben hier Gottschalk zum Beispiel. Warte mal, die Engelke ist gerade umgefallen. Gottschalk, Elstner. Ja. Harald Schmidt. Ja. Wer ist denn noch hier? Annemarie Warncross, für mich auch eine Fernsehlegende eigentlich, eine der ganz Großen. Wer ist das denn? Das ist Johannes B. Kerner, steht hinten drauf. Ja, ich weiß, Kleber. Annemarie Warncross ist die heißt mittlerweile Annemarie Carpendale, weil sie, glaube ich, Howard Carpendale geheiratet hat. Aber ist wahnsinnig fett geworden, Annemarie Carpendale. Ich habe die richtig unglaublich zugenommen. Hat die zugenommen, ja? Oh, richtig schlimm.
Die ist bald nicht mehr bei TAF, sondern bei Biggest Loser, echt. Ja, aber guck mal, Plasberg, Frank Plasberg hier. Ja, Plasberg ist gut. Plasberg ja. Als Fernsehlegende zusammen mit Schrowangen, damit jemand weiß, wie man den Prompter bedient. Genau. Ja, die sind doch altersmäßig gleich, das ist okay. Und dann so ein paar Leute, die unten im Maschinenraum sitzen. Also oh. die nicht gebraucht werden, aber die so ein bisschen am Rudern sind. Wo ist die Katzenberger? Ist die drauf hier? Ja, aber so Ulla Kock anbringt. Oder gibt es da persönliche Beziehungen zu Ulla Kock anbringt? Ich kenne die sehr lange, die Ulla. Die ist wirklich. Habt ihr mal was gehabt? Bitte? In den wilden 90ern? Ich verstehe nicht. Habt ihr mal was gehabt mit Ulla Kock? Hast du die Zunge, deine Zunge, deine ja. alte? Ja. Deine. Ob ich die mal in die Kock anbringe? Ja, Range. Bin ich bescheuert? Oder? Kann doch sein, das waren die 90er. Nein, habe ich nicht, um Gottes Willen. So, pass auf. Ulla Kock anbringt zusammen ja. mit Peter Klöppel. Linda de Mol, die wird auch immer schöner im Alter. Woran das liegt, frage ich mich. An ihrem Bruder. Was meinst du? Dass die vielleicht, die kommen in den Maschinenraum unten und der letzte, Uli Wickert vielleicht nochmal, damit immer ein bisschen Rotwein an Bord ist. Das ist gut. Ja, sehr gut. Dann hier vielleicht Olli Geissen, der so ein bisschen einfach für gute Stimmung sorgt, weil der kann jedes Thema gut verpacken. Alles. Och Mensch, Leberkrebs, ja, mach doch nichts. Und hier ist Nena. Och Mensch, ja, und wie geht's? Und sonst, och Mensch, das Auge ist rausgefallen. Ja, na gut. Und hier ist für Christeberg, der einfach so ein bisschen für Stimmung sorgt. Und der ganze andere Rest, Markus Lanz. Wer ist denn das da in der Ecke? Wer ist denn das da? Raab. Nee. Aber Harald würde ich auch mitnehmen. Harald, ja, damit wir mit jemandem an Bord haben, der die Orgel spielen kann. Richtig, falls es eines Tages ein bisschen trauriger wird. Erwischt, ja. So. Der passt doch immer schön aufs Geld auf und so. Ja. Wirklich? Ja, ja. Ist der reich? Ich nehme an, ich weiß es nicht. Also bei mir hat er mal gesagt, er hat kein Geld, deswegen habe ich nur 400 Euro bekommen. Deswegen ist er so reich gegeben, weil der immer sagt, er hat kein Geld. Nee, komm, ich würde eh sagen, also alle anderen, sorry Leute. Land in Sicht. Oh, ich sehe, Land ist in Sicht.